und herzlich willkommen zu meinem Monatsrückblick aus dem Mai. Ich weiß, ich habe mich die letzten Monate schon beschwert, dass es immer weniger geworden ist, doch der Mai hat sehr an mir gezerrt. Es war unglaublich viel los, unglaublich viel Stress, ich hatte unglaublich viel zu tun. Ich weiß, das hört man gerade bei vielen Bloggern, aber ich kann mich da nur mit anschließen. Keine Ahnung, was passiert ist. Nichtsdestotrotz sind es natürlich auch ein paar Bücher geworden, weshalb ich auch ein bisschen was zu erzählen habe. Ich habe insgesamt 8 Bücher abgeschlossen und 2 angefangen. Zu denen kommen wir aber zum Schluss. Genau, und damit das Video nicht wieder zu lang wird, weil es ja so ein Fail von mir ist, fangen wir am besten gleich an. Angefangen diesen Monat habe ich mit Dante Walker. Gleich den beiden Bänden, zuerst Seelensammler und dann Seelenretter. Seelensammler hatte ich schon ein bisschen länger bei mir stehen und als ich gehört habe, dass der zweite Teil Seelenretter rauskommt, habe ich ihn beim Bloggerportal angefragt und auch bekommen. Vielen Dank dafür. Die Bücher bzw. die Reihe ist von Victoria Scott. Ich habe bestimmt schon mal erwähnt, wie sehr ich ihre Brimstone Bleed-Reihe liebe. Auch wenn der dritte Teil scheinbar nie geschrieben wird. Schön. Herzschmerz hoch 10. Aber okay. Zu Dante Walker. Genau. Es ist mal ein bisschen Unterschied dazu, dass wir hier mal wieder einen männlichen Protagonisten haben, aus dem die Geschichte erzählt wird. Bei Dante Walker geht es um ein Jungen, der gestorben ist und in der Hölle gelandet ist und jetzt für den Teufel arbeitet und, wie man im Titel entnehmen kann, Seelen sammelt. Das läuft auch ganz gut, ist natürlich auch fescher Boy, ne? Wie sollte es anders sein, bis er auf Charlie Cooper trifft. Charlie Cooper ist ein totaler Nerd. Ja, das Mädel hat das Faustdick hinter den Ohren, entspricht so gar nicht seinem Geschmack und lässt ihn einfach zur Weißglut bringen. Ja, dabei geht es natürlich darum, er soll die Seele von Charlie Cooper sammeln, zwischen den beiden entsteht aber irgendwas, was ihn davon abbringt. Das Ganze ist eigentlich unterhaltsam, ich habe mir aber viel mehr davon erhofft, weil ich eben so ein großer Fan eigentlich von der Autorin war, von der ersten Reihe, die ich von ihr kannte. Hier finde ich jetzt, dass nicht ganz so viel Spannung und Tiefgründigkeit, genau im Gegenteil, die Charaktere waren mir, auch wenn sie teilweise sympathisch waren, ein bisschen blass. Die ganze Geschichte war für mich nicht so tief, wie ich mir sowas immer wünsche, erhoffe. Nichtsdestotrotz, es war unterhaltsam, es war okay. Auch der zweite Band, dazu verrate ich jetzt mal nicht ganz so viel. Bei Seelenretter kann man sich aber vielleicht vorstellen, in was für eine Richtung es geht. Aber ja, definitiv keine Highlights. Es sind Bücher für zwischendurch. Ich würde jetzt auch niemandem sagen, oh mein Gott, ihr müsst diese Bücher lesen. Wenn man sie in der Hand hat, warum nicht? Aber das war's. Ja, immer wenn ich diese Haltung einnehme, könnt ihr euch schon vorstellen, dass es eins meiner Highlights ist. Die Rede hier ist von Die Königin der Schatten von Erika Johansen. Dieses Buch lag über 2 Jahre auf meinem Sub. Richtig gut. Ich habe damals der Übersetzung total entgegengefiebert und mich so drauf gefreut. Es war ja auch schon recht früh klar, dass diese Reihe verfilmt werden soll mit Emma Watson. Und ja, mich tierisch gefreut, fand das Cover auch so toll, beziehungsweise das Originalcover, das deutsche gesehen, irgendwie hat es mich abgestreckt. Und das hat dafür gesorgt, dass dieses Buch 2 Jahre lang bei mir im Regal stand, obwohl mir so viele gesagt haben, oh mein Gott, du musst dieses Buch lesen. Vor allem meine liebe Bianca Lein, die ich ja auch immer wieder gerne erwähne, war auch die ganze Zeit und meinte, du musst dieses Buch endlich lesen. Und als ich es neulich bei meinem Sub-Sunday vorgestellt habe, waren gleich die ersten und meinten, oh mein Gott, du musst es sofort lesen. Und dann dachte ich mir, was soll's, jetzt muss ich endlich ran da. Und ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Es war so unglaublich gut. Es geht um das Königreich Tierling und die Königin, verschollene Königin, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Kelsey, Kelsea, ich sag jetzt mal Kelsea, wahrscheinlich lagen sich jetzt alle ins Fäustchen, ist mir egal, in meinem Kopf heißt sie so. Genau, Kelsea hätte eigentlich, war die Prinzessin, hätte die Königin werden sollen, aber das ganze Königreich ist ziemlich von Intrigen und Korruption irgendwie untermauert worden und somit gab es nur eine Lösung, dass dieses Mädchen verschwindet.
bis sie alt genug ist und dann wieder ins Königreich eingeführt wird. Und es ist so fantastisch, weil diese Protagonistin überhaupt nicht diesem typischen Bild entspricht. Sie sieht einfach nicht gut aus. Das hört sich jetzt total gemein an. Wahrscheinlich ist sie auch gar nicht, sieht sie gar nicht so schlimm aus, wie es rüberkommt. Es geht einfach nur darum, dass sie eben nicht diese Schönheit ist. Ja, sie entspricht eben nicht diesem Bild, dass sich alle denken, oh mein Gott, ist die hübsch. Und die findet ja auch niemanden, der sagt, oh mein Gott, bist du hübsch. Oder irgendwer, der sie annimmt. Sie muss sich alles erkämpfen. Es geht einzig allein um ihre inneren Werte, was ich so erfrischend und so prägnant und wichtig finde, weil ich es so lange nicht mehr gelesen habe. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal überhaupt so etwas gelesen habe. Und ich fand es unglaublich wichtig und es hat mir so gut gefallen. Ja, es ging nur um ihre inneren Werte und die waren so fantastisch. Die Entscheidung, die sie getroffen hat, da stand so viel Mut und Kraft hinter. Ich habe dieses Buch einfach nur geliebt. Es war abgöttisch gut. Es war todesspannend. Es gab ganz viele Wendungen, mit denen habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich konnte nie voraussehen, was mich jetzt erwartet. Der ganze Handlungsstrang, unglaublich spannend. Es sind natürlich viele Fragen offen geblieben, aber es gibt auch noch zwei weitere Bände. Der eine ist schon erschienen, der dritte erscheint bald. Den zweiten habe ich hier natürlich auch schon bereit liegen. Aber auf jeden Fall mein absolutes Highlight aus dem letzten Monat. Ich kann es jedem nur empfehlen, also jeder, der es vielleicht auch in seinem Regal liegen hat und sich denkt, ja, keine Ahnung, irgendwann lese ich das vielleicht mal. Jetzt, was soll das mir gar nicht so? Falsch, lest es. Es ist einfach fantastisch. Ja, also ich bereue es wirklich, es so lange da liegen gehabt zu haben. Der einzige Vorteil ist, dass ich jetzt den zweiten halt gleich hinterher lesen kann. Und endlich, Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt von Nicola Yoon. Ich habe ja letzten Monat schon ihr neuestes Buch, The Sun is Also a Star, gelesen und somit jetzt war dieses Buch mein zweites Buch, aber ja, ihr erstes Buch. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich bin hier so ein bisschen von dem Trailer auch angestachelt worden. Der ist mir total angetan und dann dachte ich, oh mein Gott, ich muss endlich dieses Buch lesen. Auch hier habe ich beim Verlag angefragt, auch hier habe ich es bekommen. Wieder mal vielen lieben Dank dafür. Und es ist einfach süß. Es ist total toll. Sie hat so ein unglaublich coolen Schreibstil, der, ich kann ihn gar nicht beschreiben, aber es ja, sehr, sehr einzigartig und prägnant. Ich muss allerdings gestehen, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, kam mir The Sun is Also a Star nicht mehr ganz so toll vor. Obwohl ich ja vorher schon ein bisschen meine Zweifel hatte, nachdem ich mal eine Nacht drüber geschlafen habe. Aber hier ist es auf jeden Fall so, dass dieser Schreibstil, und das ist ja ihr erstes Buch, hier auch schon vorhanden war. Was heißt Schreibstil? Ist ja klar, dass das natürlich irgendwie den Autoren ja auch identifiziert. Aber dieser Aufbau, diesen Stil, den sie in den Büchern hat, war hier halt auch schon so vorhanden. Und, ja, worum geht es überhaupt, für die, die es noch nicht kennen? Es geht um die 17-jährige Madeleine, die an, sagen wir mal, einer Autoimmunerkrankung leidet und auf jeden Fall ihr Haus nicht verlassen darf. Niemals. Nie. Nie. Sie lebt komplett isoliert bei sich zu Hause, wird von zu Hause unterrichtet, auch nur übers Internet. Es gibt extra eine Schleuse, wo die Mama und die Haushälterin durch müssen. Sie wird jeden Tag ganz vielen Untersuchungen unterzogen. Und ja, wie man sich vorstellen kann, halt auch ein ziemlich einsames Leben, was eigentlich bisher für Madeleine trotzdem zu stemmen war, weil sie eine sehr innige Beziehung halt zu der Haushälterin und zu ihrer Mama hat. Doch dann ziehen neue Nachbarn ein, unter anderem der junge Olli. Bling, bling. Natürlich auch hier baut sich dann natürlich was zwischen den beiden auf. Es ja, fasziniert sie natürlich ungemein und Olli scheint auch großes Interesse zu haben an dem Mädchen, das da hinter diesem Vorhang immer vorlugt. Und so schaffen die beiden es auch sogar, dass sie sich sogar richtig treffen können. Und ja, ein wildes Abenteuer beginnt und es ist unglaublich süß, es sind so viele Gefühle und so viel Neues, das man mit Madeleine irgendwie erlebt, was sie halt dadurch, dass sie vorher noch gar keine Erfahrung, gar keine Berührungspunkte zur Außenwelt wirklich hatte, finde ich das unglaublich schön und sehr niedlich. Es gab eine Wendung, mit der ich nie im Leben gerechnet hätte, die mich auch wirklich echt schockiert hat und ich bin unglaublich gespannt auf die Verfilmung, wie das alles so umgesetzt wurde und ja. Auf jeden Fall ein super süßes Buch. Reicht für mich immer noch nicht, um so ein absolutes Highlight überhaupt zu sein. Es ist aber total süß, es ist sehr schön. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ja.
Fair Game, der erste Band, Jade und Chad von Monica Murphy. Ein Buch, das zu einem Genre zählt, das ja nicht allzu oft bei mir vorkommt, weil ich in dem New Adult-Bereich doch meistens eher sehr abgeschreckt bin und wenn ich mal was lese, meistens auch sehr enttäuscht. Hier hat es sich aber so zugespielt, dass ich sowieso vorhatte und schon Karten hatte für die Laufletter-Convention und ich vom Verlag angefragt wurde, ob ich Interesse hätte an einem Coffee Break mit Monica Murphy. Wer sagt dann nein? Dadurch habe ich natürlich auch dieses Buch zugeschickt bekommen, um mich mit der Autorin auch ein bisschen unterhalten zu können. Da waren auch noch 3 weitere Blogger da. Und ja, um natürlich überhaupt zu wissen, was sie so schreibt, was sie so tut. Wie soll das anders sein? Ja. Jade und Chip. Es beginnt so, es verrät auch schon der Klappentext, ich spoiler hier jetzt nicht. Gleich zu Anfang ist es so, dass Jade mit ihrer Freundin und ihrem aktuellen Freund, Lebensabschnittsgefährten, beim Pokerspiel ist. Unter anderem spielt ihr Freund mit dem jungen Shepard Prescott, der natürlich absolut famous auf dem College, super hot, alle stehen auf den, super reich, Standard-Move. Die beiden pokern und es kommt dazu, dass die beiden um Jay pokern. Ihr Freund verliert natürlich, sie fällt in die Hände von Shep. Ja, wer das als romantisch ansehen könnte, ist mir ein absolutes Rätsel. Allein das wäre für mich schon eigentlich ein Grund gewesen, dieses Buch mal zu lesen. Ich wollte dem Ganzen eine Chance geben. Und es war aber leider so klischeehaft und so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Dieses Buch konnte mich überhaupt nicht überzeugen. Ja, es ist wirklich, von der Emanzipation her befinden wir uns hier wieder in der Steinzeit. Es sind Entscheidungen und Handlungen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Es ist sogar so, dass trotz diesem krassen Einstieg, den ich auch überhaupt nicht gut reden möchte, Shep sich sogar noch ziemlich krass ändert, so eine 180-Grad-Wendung macht und ihr eigentlich ziemlich viel aufweist, aber auch gerade Jade als Frau mich absolut enttäuscht hat. Ich fand es, ich möchte jetzt auch überhaupt, dass niemandem schlecht reden, der auf solche Geschichten steht. Für mich persönlich ist es aber ein totales No-Go. Jedoch muss ich der Autorin zugute halten, dass sie mich absolut überzeugen konnte und ich habe auch schon von vielen anderen Fans der Autorin gehört, dass sie sich bei diesem Buch eher ein bisschen durchkämpfen mussten. Dadurch habe ich mir auf jeden Fall noch den ersten Band ihrer anderen Reihe schon besorgt, weil ich mir dachte, okay, was soll's, ich probiere es auf jeden Fall nochmal. Aber hier, so schön das Buch auch ist, muss ich sagen, werde ich auf gar keinen Fall weiterlesen. Ich es ganz furchtbar fand. Gibt's halt auch mal. Der erste Teil der Auswahl, Cassia und Kay von Ellie Conny. Und zwar ist es ja so, dass ich mit bei der Panem Challenge aktiv bin und das Monatsthema vom Mai war ja auch viel elektronische Welten, dass wir Bücher zu diesen Themen suchen, um damit auch mehr Punkte zu sammeln. Und dann haben wir uns in unserem Distrikt gedacht, wir gucken vielleicht, dass wir mal ein Buch zusammenlesen und haben uns hierfür entschieden. Ja, es geht um Cassia und Kay. Wir leben hier in einer Gesellschaft, die in der Zukunft lebt. Es ist ein dystopisches Buch. Und ja, ganz viel aus unserer jetzigen Zeit absolut verbannt wurde und sehr viel reduziert wurde. Es ist sehr überschaubar, übersichtlich und es gibt viele klare Strukturen, an die sich gehalten werden muss, damit diese Gesellschaft stehen kann. Natürlich ist es aber auch so, dass diese Gesellschaft immer viele Wege mit sich bringt, die natürlich absolut falsch sind und den Menschen überhaupt gar keine Freiheiten mehr lassen. Das, wofür wir eigentlich immer jahrzehntelang gekämpft haben und das wir auch weiter noch tun werden. Und das bläut natürlich nach und nach einzelne Menschen immer mehr ein. Und so war es halt auch hier. Cassia ist eigentlich einem anderen versprochen. Es gibt auch ein klares System, wer mit wem. Man kann sich entscheiden, ob man in einer Paarung leben möchte oder als Single, und wenn du in einer Paarung bist, wirst du vermittelt an deinen optimalen Partner. Dies wird auch alles berechnet. Ja, wie man sich aber denken kann, stößt sie unmittelbar auf Kay, was das Ganze ein bisschen umschwingt. Ja, es ist der Auftakt einer Trilogie. Ganz viele haben mir immer gesagt, oh, der erste Band ist richtig toll, danach nimmt es relativ doll ab. Jetzt habe ich den ersten Band gelesen und dachte mir, ach du Schreck, ich bin damit überhaupt nicht klar gekommen. Ich bin damit nicht warm geworden. Vor allem mit Cassia nicht. Mir haben die männlichen Protas wesentlich besser gefallen und eigentlich auch andere Charaktere in ihrem Umfeld. Sie selbst konnte mich
ja, weiß ich nicht. Ich habe da nicht so das Gefühl. So, sie ist ja schon fast 18 und ich weiß natürlich, dass man ja irgendwie auch eine naive Lebensform haben muss, um in dieser Gesellschaft natürlich irgendwie mitleben zu können. Doch es kam mir alles ein Stück weit zu naiv vor. Jetzt ist es aber so, dass natürlich viele auch gesagt haben, worüber ich vorher gar nicht nachgedacht habe, dass dieses Buch ein absoluter Vorreiter in diesem Genre war. Es ist ja auch schon ein bisschen älter und die ganzen Folgebände, die natürlich auch sehr aussagekräftig sind, wie Tribute von Panem und die Bestimmung, die kamen danach und auch alle anderen dystopischen Jugendromane, die ich schon gelesen habe, die natürlich viel schon daraus gelernt haben und sich aufgebaut haben. Das muss man diesem Buch natürlich anrechnen. Nichtsdestotrotz konnte es mich so wenig begeistern, dass ich nicht denke, dass ich Band 2 und 3, obwohl ich sie bei mir schon im Regal stehen habe, lesen werde. Zumindest nicht allzu schnell. Wenn ich drüber nachdenke, dass es ein Vorreiter ist, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das Ende hat auch wieder einen guten Aufschwung gehabt. Man dachte wieder, ja, jetzt kommt es. Aber wir reden hier wirklich vom Ende. Ja? Vielleicht so ein Stückchen von dem ganzen Buch und reicht mir dann einfach nicht. Aber ich habe es probiert. Endlich. Endlich habe ich dieses Buch gelesen. Ich bin eigentlich ein riesengroßer Stephen King-Fan und habe mir auch mal vorgenommen, jeden Monat so ein Stephen King-Buch von meinem Stephen King-Sub zu lesen. Sieht man den? Da, dieses Regal? Sind halt auch noch einige von ungelesen. Und gerade auf diesen Band habe ich mich so sehr gefreut. Mind Control ist auch der dritte Band einer Trilogie. Wir fangen an mit Mr. Mercedes, Finderlohn und dann kommen wir zu diesem Stück. Wer jetzt also nicht gespoilert werden möchte, der macht kurz auf Mute, schaltet ganz aus, wenn ihr keinen Bock mehr habt. Wie auch immer. Ja, es geht ja um den besagten Brady, der Mercedes-Killer war, der aber im zweiten Teil einen schweren Unfall erlitten hat und jetzt eigentlich halt im Krankenhaus ist, gelähmt und nicht mehr viel von sich gibt. Zweiten Teil, schon im ersten Teil. Jetzt fängt er aber an rumzuspinnen. Naja, geht auf jeden Fall um das Ermittler, Team mit Hodges, einem Polizisten, der sich schon seit längerem in Rente befindet, Jerome, seinem ehemaligen Gärtner, und Holly, die auch im ersten Band zu ihm gestoßen ist, die jetzt auch eine eigene Kanzlei aufhaben und die Polizei immer so ein bisschen unterstützen. Und gerade Hodges kann sich von Brady immer noch nicht so trennen, obwohl es offiziell heißt, dass er ursprünglich fast schon klinisch tot war und dann in so einem komatösen Zustand war, irgendwie Kopf auch ziemlich matsch. Und dann war schon mal klar, ich habe in den ersten beiden Bänden, sie waren unglaublich gut, aber die ganze Zeit so ein bisschen diesen Mystery Fact vermisst. Dieser sollte im dritten Teil wiederkommen. Weil der zweite Teil hat damit geendet, dass nicht nur Brady irgendwie aufwacht, sondern dass er anfängt, Sachen zu bewegen. Telekinese. So, super spannend. Mind Control, wir können es uns hier auch schon vorstellen. Auch das Cover finde ich unglaublich gelungen. Ja, und hier geht es dann darum, dass Brady halt aufwacht, beziehungsweise er ist ja schon aufgewacht, aber dass er jetzt noch mehr von seinen neuen Talenten zeigt, aber halt auch nicht so offensichtlich, dass sie da mitbekommt. Das ist immer noch so eine Frage, sind das Gerüchte, ist es wahr? Es ist natürlich wahr. Wie soll das anders sein? Ja, und diese Jagd beginnt. Es gibt wieder ganz viele Verstrickungen. Es ist unglaublich spannend. Ich muss aber auch sagen, ich habe noch nie ein Stephen King Buch gelesen, das mir nicht gefallen hätte. Aber ich habe es mir einfach noch epischer vorgestellt. Ich habe es mir noch rasanter, noch ausgefallener. Ich habe da einfach unglaublich hohe Erwartungen gehabt. Es war trotzdem super gut. Es war auch sehr traurig. Stephen King, was traurig ist, hat man auch nicht so oft. Weil es hier wirklich auch unglaublich sympathische Charaktere gibt, mit denen man sehr mitfiebert, die man sehr gerne hat, die man so ins Herz geschlossen hat. Finde ich, ist sehr ungewohnt bei dem Mr. King. Aber ja, ich kann euch nicht mal sagen, ob es jetzt offiziell zu Ende ist. Es könnte so enden. Es würde mich aber nicht wundern, wenn es doch noch weitergeht. Ja, auf jeden Fall kam es überhaupt dazu, dass ich dieses Buch gelesen habe, weil I Am Jane, der Blog, nämlich den Stephen King Mai eröffnet hatte und da jeder mitmachen konnte, um ein Stephen King Buch zu lesen, und dachte ich, perfekte Motivation, sowas brauche ich ja immer. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, Mind Control zu lesen. Außerdem ein Buch, das ich gelesen habe, auch wieder im New Adult Bereich, vielleicht zwei in einem Monat,
war der zweite Teil der Unfolding-Reihe von Penny L. Chapman. Und zwar handelt es sich um Abandoned. Und das Buch habe ich leider schon meiner Mama ausgeliehen. Die ist auch ein Riesenfan der Reihe. Deswegen kann ich es euch nur einmal so zeigen, für die, die es noch nicht kennen, die jetzt auch ein Cover vor Augen haben. Ja, es ist eine Reihe, die ich unglaublich gerne mag. Es gibt bisher nicht viele Reihen, die mich in diesem Genre überzeugen konnten. Dazu gehören aber die Autoren Penny L. Chapman und Mona Kasten. Natürlich noch gute Hoffnung, dass es auch noch weitere schaffen werden. Aber um zu diesem Band zu kommen, ist der, wie schon gesagt, der zweite Teil einer Reihe. Der erste Teil konnte mich auch schon absolut fesseln, obwohl er mich in meinen, nicht böse gemeint, moralischen Grundfesten erschüttert hat, konnte ich dieses Buch gar nicht mehr aus der Hand legen. Penny hat einen so unglaublichen Schreibstil, der einen total fesselt, selbst wenn der Inhalt einen zerstört. Aber auch der zweite Band, das ist hier wieder so aufgebaut, dass jeder Band sich mit zwei anderen Charakteren aus so einer Clique beschäftigt, und hierbei handelt es sich um Ty und Blake. Beide kenne ich schon aus dem ersten Band und Tyler hat mir absolut Gänsehaut beschert. Dieser Typ ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Wirklich abgrundtief, unsympathisch, furchtbar und alles drum und dran. Und ich habe wirklich lange überlegt, ob ich den zweiten Band überhaupt lesen werde. Allerdings habe ich dann wieder so gute Rückmeldungen gehört und ich dachte, ach was soll's, ich mache es einfach. Habe mich auf das Schlimmste eingestellt, selbst in der Widmung stand von Penny drin. Ich habe dich ja gewarnt, lies es lieber nicht. Nein, lies es nicht, dann nicht mehr drin. Aber ich fand es gar nicht so schlimm. Ja, es ist natürlich krass. Es hat einen Stil, der sehr zermürbend ist, aber auf eine ganz andere Art und Weise als der erste Band. Im ersten Band geht es mehr darum, überhaupt erst in diese Szene eingeführt zu werden, die natürlich ein ganz anderes Bild von, zumindest von meinem persönlichen Leben ist. Und im zweiten Band geht es dann wirklich mehr einfach nur um diese innige Beziehung zueinander von den beiden Protas. Jetzt ist es aber so, dass die beiden eine schlechte Vergangenheit haben, die man vorher noch nicht kannte, die jetzt aber in dem zweiten Band mehr ausgeführt wird, und eine heftige Fehde muss erstmal da ausgestritten werden, um zu sehen, ob die beiden überhaupt noch einen Weg zueinander finden. Ich fand es grandios, ich kann die Bücher von Penny nur absolut empfehlen, auch wenn sie nichts für schwache Gemüter sind. Konnten sie bei mich zum Beispiel persönlich ja auch total begeistern, obwohl es eigentlich nicht ganz so mein Ding wäre. Und ja, ich bin unglaublich gespannt auf die nächsten Bände und werde auf jeden Fall alles lesen, was Penny jemals schreibt. So, ich habe ja schon erwähnt, dass ich zwei Bücher angefangen habe. Normalerweise würde ich die wahrscheinlich nicht erwähnen, sondern einfach so einen Tisch fallen lassen und den nächsten Monat einfach mit reinbringen. Hier möchte ich es jetzt aber doch schon mal so ein bisschen erwähnen, auch wenn ich da natürlich keine große Wertung zu geben kann. Und zwar, eine feste Regel, die ich mir auferlegt habe, ein englisches Buch im Monat zu lesen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, war kein englisches Buch mit dabei. Das lag daran, dass ich schon wieder so weit nach hinten verschoben habe und dachte, ich schaffe es in meinem Urlaub. Und bin da aber überhaupt nicht dazu gekommen, weil ich meiner Mama geholfen habe und damit gearbeitet habe von morgens bis abends. Und ja, deswegen, ich habe noch nicht viel geschafft. Aber es handelt sich endlich um Heartless von Marissa Meyer. Ich bin ein Riesenfan der Autorin. Die Luna-Chroniken gehören zu meinen absoluten Herzensbüchern. Und so habe ich mich schon ganz lange auf Heartless gefreut. Habe auch schon viele gute Rezensionen gelesen, war demnach Feuer und Flamme. Habe jetzt begonnen und es ist wirklich schwer. Ich dachte jetzt eigentlich, ich bin so ein bisschen im Aufschwung, es wird jetzt wieder ein bisschen leichter. Das Buch ist auch gut, es gefällt mir, aber es gibt sehr viele Umschreibungen, wesentlich mehr als Dialoge, was mir beim Lesen immer noch schwerer fällt. Und es geht hierbei bei Heartless um ein Wonderland-Retelling. Es geht um die Rote Königin, beziehungsweise wieso sie so geworden ist, wie sie jetzt ist, also ihre Vorgeschichte. Und man kann sich ja vorstellen, dass dieses Wonderland-Setting natürlich auch sehr freakig ist. Es ist einfach sehr ausgefallen und demnach finde ich es da noch ein bisschen schwieriger zu lesen. Gefällt mir aber bisher unglaublich gut und, okay, was heißt unglaublich gut? Es gefällt mir gut. Ich bin noch nicht so in diesem richtigen Flow, dass ich mir denke, so, yeah, aber ich habe das Gefühl, es kommt demnächst. Deswegen, ich wollte nur sagen, ich habe es nicht ganz vergessen. Ich hänge nur ein bisschen hinterher. Viel kann ich noch nicht sagen, aber nächsten Monat erzähle ich mehr. Und dann ein Buch, das ich unbedingt mit Niki von Trilafitti Books zusammenlesen wollte und auch schon Anfang des Monats damit gestartet habe. Und jetzt bin ich auf sage und schreibe Seite 172. Und ich muss gestehen, ich werde dieses Buch wahrscheinlich wirklich abbrechen.
Eigentlich versuche ich es, seitdem ich blogge, zu vermeiden, Bücher wirklich abzubrechen. Alle schreien jetzt auf, alle lieben dieses Buch. Es geht um die vier Farben der Magie von Bea Schwab. Dieses Buch ist nicht schlecht. Ist es wirklich nicht. Aber bei mir springt einfach der Funke nicht über. Ich komme nicht richtig in die Geschichte rein. Und es treibt mich in eine absolute Leseflaute, wenn ich so ein Buch vor mir liegen habe, wo ich mich nicht drauf freue. Und das im Hinterkopf zu behalten, nervt mich einfach, es stresst mich irgendwie und darauf habe ich keine Lust. Dafür gibt es einfach zu viele Bücher, worauf ich mich freue. Ich möchte euch nur sagen, dass ich dieses Buch abbreche, liegt wirklich nicht daran, dass es schlecht ist. Ich kann verstehen, dass viele es gut finden. Weil wie gesagt, es ist eigentlich gut geschrieben und es ist auch nicht uninteressant. Nur irgendwie kann es mich einfach persönlich überhaupt nicht ansprechen und deswegen werde ich wohl leider einfach scheitern und hierbei enden. Traurig, aber so, das war's. Das waren meine Bücher aus dem Mai. Wie jeden Monat, ich hoffe im Juni werden es wieder mehr. Bin aber eigentlich zufrieden. Auch wenn ich sagen muss, ich hätte mir mehr Wow-Bücher erhofft. Das hatte ich das Gefühl, es war jetzt leider im letzten Monat ein bisschen kurz und das motiviert mich dann auch immer nicht so sehr zum Lesen, wenn ich nicht so die Bücher habe, die mich so sehr fesseln, dass ich mir denke, oh mein Gott, das muss so sein. Allerdings warten auch wieder im Juni unsagbar viele tolle Bücher auf mich und ich habe das erste auch schon hinter mir und denke mir, ich muss jetzt so in diesem Flow bleiben mit Büchern, die mir gefallen. Aber okay. Sagt mir Bescheid. Habt ihr die Bücher schon gelesen? Wie haben sie euch gefallen? Habt ihr da vielleicht ganz andere Wahrnehmungen als ich? Habt ihr ganz andere Bücher gelesen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Wie immer. Ansonsten kommt die Tage hoffentlich mein Neuerscheinungsvideo auch mal online. Alles klar. Bis dahin. Bye.